Was geht ab, ihr lieben Menschen draußen? Mein Name ist Ming Lee und willkommen auf meinem Kanal. Lange ist es her, ich war mal wieder auf YouTube unterwegs, habe Sachen gefunden, wo ich mir einfach nur dachte... Was ist denn da los? Digga, was ist denn da los? Anni, der sagt, der beste Aufklärungskanal auf YouTube, hat ein Video hochgeladen. Teil 2. 10 Dinge, die Männer nicht über Mumus wissen. Da der erste Teil von ihr so informativ war, bin ich umso mehr gespannt, was für neue Sachen wir heute noch lernen. Es gibt kein vernünftiges, gutes, umgangssprachliches Wort für Mumus. Mein Lieblingswort ist und bleibt Schmuckkästchen oder Lustgrotte. Lustgrotte. Also heutzutage ist es üblich, sein Geschlechtsteil einen Namen zu geben. Also ich habe da schon bei Sachen gehört wie Lulu, Mumu, Lörres oder Frühlingsrolle, aber Lustgrotte? Wer sagt Lustgrotte? Also welche Menschen müssen so verwirrt sein, um sein Geschlechtsteil Lustgrotte zu nennen? Es hört sich an wie so ein Liebesroman, den so eine 55-Jährige verfasst hat und so schreibt, oh ja, und er stieß mit seiner Liebeslanze in meine Lustgrotte ein. Also ich muss mich über das Aussehen und das Alter von anderen Menschen nicht lustig machen, weil, wenn wir mal ehrlich sind, ich sehe selber aus wie 16. Aber ohne Witz, Anni der Duck, mit 55 bist du echt ein heißer Feger. Ja, okay, ich geb's zu, das war ein bisschen cringe, aber eins muss ich noch sagen. Schöne Achseln hat die. Nicht jede Frau wird mit einem Jungfernhäutchen geboren. Jungfernhäutchen. Digga, will er mich. Deswegen ist so dieser Jungfrauencheck, den man macht, indem man abcheckt, ob eine Frau ein Jungfernhäutchen hat, ob sie noch was wert ist und was wert ist, um sie zu heiraten. Wer kennt's nicht? Als Mann muss man beim Vater der Braut um Erlaubnis bitten. Die Frau hingegen kann den Jungfrauencheck ganz normal beim TÜV machen lassen. Mumus haben einen Winkel. Also, wenn ihr euch wundert, warum ihr keinen Tampon zum Beispiel einführen könnt, liebe Mädels, dann liegt das an dem, in der Ecke. Ihr müsst also um die Ecke denken. Kommen wir zu einer ganz besonderen Person. Simon Unge, aka der YouTube-Rentner oder... Ja Leute, der Hero-Influencer ist da! Der Hero-Influencer kommt das einzige zweimal dran, let's go! Unser Hero-Influencer hat auf ein ganz besonderes Video reagiert. Digga, was? Mein Kumpel guckt zu viel Unge. Und ich muss eins loswerden, in diesem Video fand er eine Person ganz besonders sympathisch. Das ist Simon Unge, der heftigste YouTuber und Streamer überhaupt. Er ist so witzig, Alter. Ja, das ist doch so. True, true. Egal was er jetzt sagt, halt besser den Mund, mein Lieber. War das keine Ansage oder was? Du versetzt mich oder du vergisst mich abzuholen wegen diesem Spasti. Na, also hör mal. Das geht ja wohl gar. Also, das geht ja schon mal gar nicht, sowas. Mein lieber Freund. Was soll ich dazu sagen? Da fällt mir nichts mehr ein. Harter Tobak. Harter Tobak. Das stimmt auf jeden Fall. Das hätte ich wirklich nicht sagen dürfen. Aber man weiß ja, im Skript steht es ja so da. Und als Schauspieler und Künstler muss man sich, glaube ich, ausleben. Aber Freunde, bevor wir mit dem Video weitermachen, hat Simon eine ganz, ganz besondere Message bzw. etwas Wichtiges zu sagen. Heutzutage, egal was du hast, Mütze, bist du der Nikolaus. Bart, bist du irgendwas. Und wenn du rothaarig bist? Wenn du rothaarig bist? Psychopath. Psychopath. Das ist aber true, Leute. Das ist true. Wer kennt's nicht? Hast du eine Mütze auf, bist du der Nikolaus. Hast du einen Bart, bist du Salafist. Hast du rote Haare, bist du ein Psychopath. Und wenn du Veganer bist, ganz schwieriges Thema. Dann bist du auf jeden Fall ein Unge-Faker. Willst du was essen? Richtig nice. Was ist das? Der Typ sagt ihn irgendwas, aber er brät einfach Gewürze in der Pfanne. Was ist mit ihm? Ich glaube, er ist der Psychopath. Psychopath! Man kennt ihn! Genau! Also eins muss ich klarstellen, ich habe keine roten Haare. Und ich glaube wirklich, das vegane Schnitzel ist hier zu Kopf gestiegen. Du weißt schon mal, das Milch ist Gift. Leg die hin. Wenn du davon trinkst, kriegst du heftigsten Durchfall. So wie das Verbot von McDonalds essen. Ich könnte mir sowieso vorstellen, dass er Durchfall bekommt. Hat der die asiatische Wurzeln? Die vertragen eh nicht so gut Milch. Also
Also ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ich habe eindeutig afrikanische Wurzeln. Boah, zum Glück bin ich laktoseintolerant. Ganz kurzer Real Talk zu Unge hier vom Holzstuhl. Simon, ich habe wirklich nichts gegen dich. In diesem Video habe ich Sachen gesagt oder Sachen gemacht, die einfach untypisch sind. Also wir haben einfach nur dieses Format parodiert. Und generell gegen dein Content habe ich auch nichts zu sagen. Oh yes, Leute. Das ist das, was ihr sehen wollt. Es ist endlich soweit. Das Comeback des Jahres. Nein, nein, ich rede jetzt nicht von Alberto, KS-Freak oder Krappy What Else, sondern von Tilan. Kylie Jenner, dicke Lippen, Lip Challenge. Heute möchte ich was richtig Cooles ausprobieren und ich habe das erst vor kurzem entdeckt. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird, aber wir werden diesen TikTok-Trend machen. TikTok, meine absolute Lieblingsplattform. Ich kann es kaum erwarten, was jetzt kommt. Oh mein Gott, ist das zu viel? Oh mein Gott, ich glaube, das ist zu viel. Und dann, so. Wenn ihr dickere Lippen haben wollt, aber keinen Bock auf Spritzen oder Botox habt, dann macht es doch einfach mit Wimpern oder gleich mit Sekundenkleber. Was? Was schaue ich mir hier an? Leute, ich bin echt stolz auf mich. Es gibt Menschen, die sind stolz auf gute Noten, eine gescheite Arbeit und dann gibt es andere Menschen, die stolz darauf sind, mit Uhu-Kleber ihre Oberlippe nach oben zu kleben. Kommen wir nun zu unserem Investor und Visionär. Tanzverbot. Mann, einmal prominent vom Germany. Einmal fucking prominent vom Germany. Hat ein ganz besonderes Video über sein Lieblingsrestaurant hochgeladen. Und zwar hat nun McDonald's ein ganz besonderes Angebot. Heute kriegst du die überkrassen McDonald's-Socken. Du musst dir die unbedingt holen. Und ich dachte mir so, geil, Alter, ich bin heute sogar gut aufgestanden. Ich bin heute um 9 Uhr aufgestanden und ich bin sofort rausgegangen. Also wenn Tanzverbot wirklich um 9 Uhr morgens wach ist, nur um McDonald's-Socken zu kaufen, dann ist das auf jeden Fall die neueste Investition. Und ich sag euch, ich werde den Schrank voll damit haben. Ich will einfach den gesamten Winter nichts anderes tragen, außer diese McDonald's-Socken. Freunde, haltet euch fest, Balenciaga, Gucci, Prada, alles Lowlife-Marken. Diesen Winter trägt man McDonald's. Und ab heute ist Tanzi für mich nicht nur ein Investor und Visionär, sondern eine Mode-Ikone. Und deswegen werde ich jetzt etwas machen, was normalerweise komplett gegen meine Prinzipien verspricht. Ich werde den Wertverlust für euch jetzt auf mich nehmen, um euch zu zeigen, wie diese McDonald's-Socken... Das hat er doch jetzt wirklich nicht gemacht, oder? Er hat eiskalt die Socken aus der Verpackung genommen. Also, der Wert ist einfach rapide gesunken. Das ist doch genau das gleiche wie bei den Regenbogengläsern. Alter, sehen die geil aus. Guckt euch diese pornösen Dinger an. Guckt euch diese... Ich komme nicht so hoch. Nein. Das ist mit Abstand der beste Haul, den ich jemals gesehen habe. Also an die ganzen Beauty-Gurus da draußen, nehmt euch ein Beispiel an unserer Mode-Ikone Tanzverbot. Ich will meinen gesamten Schrank damit voll haben. Ja. Das, Freunde, das nenne ich Happiness. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Ich habe öfters mal Nachrichten bekommen von euch auf Instagram oder hier auch Kommentare, dass ich die Leute beleidige, beziehungsweise... Also, ich muss euch sagen, ich habe wirklich nichts gegen die Leute. Der Content ist mir jetzt auch mittlerweile vollkommen egal. Ihr müsst wissen, wenn ich solche Videos mache und die Leute kritisiere, dann aber nur, wie sie auf YouTube sich zeigen. Also, ich beleidige oder kritisiere niemals die Privatperson dahinter. Also, man kann auf YouTube der größte Ehrenmann sein, aber privat hingegen eine komplett andere Person. Also, wie gesagt, ich greife die Leute niemals persönlich an. Und genau, das wollte ich jetzt nochmal klarstellen. Und ja, deswegen meine Freunde, was auch ganz, ganz wichtig ist, nehmt meine Videos bitte mit Humor und nicht zu ernst. Klar gibt es in den Videos mal hier und da einen Ausraster, aber es liegt nur daran, dass die Leute so komische und fragwürdige Sachen hochladen. Wenn das Video nicht online sein sollte, dann bin ich wahrscheinlich an einem Herzinfarkt gestorben. Also ich muss echt sagen... Danke an alle, die zugeschaut haben. Danke für euren krassen Support. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert mich gerne, aktiviert die Glocke. Und in dem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Wer nennt sein Geschlechtsteil bitte Liebesgrotte? Ich meine, der macht das!